Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LSPDFR. Ja, und gut, dass mein Spiel schon mal nicht abgestürzt ist. Ich kann ja, wenn ich da rein bin, kurz reinschneiden. Ich habe gerade versucht, hier auch die Anmoderation zu machen, und da ist sofort Spiel abgelaufen und ein Spielspeicherfehler, auch sehr interessant. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück. So, auf jeden Fall, wir werden heute mit einem sehr, sehr besonderen Auto rumfahren, und zwar mit einem BMW M3 E92, Baujahr weiß ich gerade gar nicht, der E92 ist ja generell so Baujahr 2009 rum, deswegen, ich tippe jetzt mal auf 2008er Version rum, auf jeden Fall ziemlich... It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. So, auf jeden Fall ein... What the fuck? Ein ziemlich... Das Geile war halt, ich wollte gerade so sagen, ein ziemlich schönes Auto. Ja, und dann fährt der Typ volle Kanne rein, aber so richtig geil ins Bild, ne? Also auf jeden Fall, weiß ich gar nicht, 2007er Baujahr oder so vielleicht, jetzt ist er nicht mehr so schön, aber ist egal. Mit dem werden wir heute rumfahren, der Kerl, der hat seine Gruppe bekommen, und wir fahren jetzt mal los hier. In der Ecke lassen wir stehen, weil der passt gut zu Ambiente, sage ich mal, wa? So ein, also es gibt's ja nicht. Vor allem, dass er genauso in mich reinfällt, die Sau. So, ich hoffe übrigens, by the way, dass die Mist Textures jetzt behoben sind. Oh, jetzt scheiß Husten. Ich werde vielleicht auch mal versuchen, wieder Kamods reinzuhauen, weil ich glaube, die Mist Textures lagen nicht an den Kamods, sondern eher an den vielen Plugins, die ich drin hatte. Ich habe jetzt nämlich mal einen ordentlichen Schwung rausgeworfen. Jetzt sollte das ja eigentlich wieder funktionieren. Ja, dafür haben wir jetzt halt weniger Callouts, aber... lieber weniger Callouts, dafür ist es cool. Okay, hier wird jemand gesucht, wegen, wegen, der hat ein Grundstück betreten oder irgendein Gebäude, das er nicht betreten durfte, wurde erwischt. So, den werden wir uns jetzt mal greifen. Das Ding hat übrigens eine krasse Beleuchtung, also eine sehr helle, grelle Beleuchtung. Finde ich auf jeden Fall auch mal was anderes, ja. So, und wir kommen den Typen einfach kaum hinterher hier. So, geil, weißt du, voller Verkehr hier wieder. Da weiß ich direkt Bescheid. Alle mal aus dem Weg jetzt hier. Tony muss durch. So, da ist er. Da fährt der Zoll. Der Zoll kann uns, eigentlich mal helfen, aber das macht nicht. Ah, das ist der Dominator hier, der Mustang. Gut, dann setzen wir uns mal hinter den Herrn. Mach mal das Blaulicht an. Schau mal, was er macht, ja. Hier fährt er rechts ran. Ich würde sagen, wir holen uns Traffic Stop Backup, weil es ist irgendwie ausgerastet. So, warten wir mal kurz. Alter, Porsche ist aber auch gerade dezent schnell vorbeigefahren. So, wo ist denn jetzt hier unser. Ah, da. Okay. Eine VWT6 in Bayern Lackierung. Nee, doch nicht. Nicht Bayern. Schmarrn. Habe ich mir jetzt verguckt, sorry. So, schaffst du es jetzt noch? Okay, jetzt. So, warten wir mal kurz, bis der hier ran ist, der Herr. Und dann halt mal die Sau auf, wa? So. Bist du da, Kollege? Komm mal ran jetzt, wir haben nicht ewig Zeit hier. Ach, der geht jetzt. Okay, jetzt hat er gesagt, jetzt können wir rangehen. I smelled a strong odor of neurotics from inside of the vehicle. Oh, 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 oh. Dann nehmen wir aber gleich mal die Pistole in die Hand, ne? Hi. So. Hä? Alter, Kollege! Du bist so ein inkompetentes Stück Scheiße! Junge! Wieso rufe ich dich denn überhaupt? Dafür, dass du nur dran stehst, da deine scheiß Pistole dein Händchen ranhältst. Mann, da tu doch auch was. Alter, was war denn das jetzt für eine Aktion? Vor allem, wieso ist sie noch so rückwärts gefahren? So, wenn sie mich nochmal dazu mobben will, dass sie noch mein Auto kaputt macht.
werden. Jetzt ändert sich das Wetter hier einfach, Mann. Ich will jetzt das klauen, muss man das aussehen. Also dieser Kollege bringt dir einfach mal gar nichts. Der steht nur dran und gammelt sich hier seinen Arsch ab. Gott, ey, das ist ja echt schlimm. Jetzt komme ich wieder nicht durch, weil ihr Spaß wieder alles blockieren müsst, ey. Dankeschön. Oh Gott, ist das gerade grell, ey. Das gibt's nicht, ey. Da rufe ich extra Verstärkung und dann passiert hier sowas, ja. Da hätte ich, glaube ich, die Verstärkung scheißen können, ganz ehrlich. So, was sollen wir denn jetzt? Sollen wir mal hier so ein... Alter, was ist das? Junge, wie fährst du? Junge, fahr mal rechts ran hier. Mit deinem wunderschönen Sentinel. So. Guten Tag, könntest du mich mal bitte nicht erschießen? Dankeschön. Identification, please. I need to see your ID. So. Nummer uno. Da gucken wir mal kurz, ob sein... ob seine Plate soweit in Ordnung ist. Und Nummer uno. Das. So, dann gucken wir noch schnell, ob seine ID in Ordnung ist. Gut. Du kriegst das Scotsman-Ticket, weil du gerade echt gefährlich gefahren bist, ja. Und zwar Reckless Driving und Careless Driving, ja. So, hier, zack. Issue-Ticket. 6 Punkte gibt das hier. Ich hoffe, du lernst daraus. Hier wird nicht rumgedriftet. Gedriftet wird nicht, gedriftet wird nicht. Überdriftet, der fliegt, ja. So. Gut, Dankeschön. Dann würde ich sagen, jetzt setzen wir diese wunderschöne Skype fort. Driver an der Influence. Das ist doch immer schön. Da bin ich doch sofort dabei. So, alle mal aus dem Weg. Pursuit BMW muss durch. Oh Gott. Ah, eine M4, okay. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Der Typ ist gerade auf dem Parkplatz, das ist ein Vorteil für uns, weil da können wir schön aufpassen jetzt zu ihm. Wenn er hier auf dem Park... ein LKW. Ein LKW-Spiel, ernsthaft? Das ist ein fucking LKW! Wow. Das war's dann wieder komplett. So, kommst du raus, oder? LSPD! Don't make me shoot ya! Ey! Holy fuck! Wie schaut der aus, ey? Oh Gott. Jetzt denke ich mir auch so, ey. So. Arrested, du Sau. Arrested bist du, ne? Was willst du tun? So, Prisoner Transport. Boah, das Schuss wäre auf. Und das Ding ist, dass wir abschleppen. Bis wir so wissen, wie hier ist. Ah, jetzt. Request House Service. Hallo, jetzt, Large Truck, ja. So, unser Kopf sind wir mal kurz wieder in Dance. Was sind das? Panic Basketball Jersey, okay. Na gut. Da ist schon der Prisoner Transporter. Schön am Start. Da funktioniert jetzt sogar mal das rotierende Ding hier oben. Das hat nämlich nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es. Okay, gut. Endlich mal funktioniert hier was. Wieso eigentlich fahren die immer noch teilweise gemoddete Fahrzeuge? Die habe ich doch eigentlich gerade rausgehauen. Ich verstehe es gerade gar nicht. Aber na, mir ist egal, ja, solange keine Mystic Textures am Start sind, ist mir gut. Wie gesagt, vielleicht versuche ich es mal wieder, die Fahrzeuge reinzufügen, weil das lag, glaube ich, echt an den Plugins und nicht an den Autos. Aber ich sag halt, diese bevor ich ja. So, Solicitation. Ich fällt gerade auf, dass wir schon wieder nah ins Ganggebiet kommen. Ich habe das Gefühl, wir fangen uns gleich wieder eine Kugel. Aber naja. Naja, ne? Das könnte vielleicht sogar mal wieder cool enden. Aber wir können eigentlich mal ein Audi Agency hier aufhalten, wenn der Eger schon die ganze Zeit in meiner Presse rumfährt. So, einmal kurz rechts ranfahren. Du haust du ab? Nein, du hast nicht ab. Okay, nee, dann halt ich dich. So, Mercedes E200 nehme ich an. Haust du ab? Komm schon.
immer wieder Bock auf die Verfolgung. Fuck, das ist gar kein E. Das ist 600S. Komm, der haut auch nicht ab. Wieso haut ihr denn alle nicht mehr ab, ey? Traffic Stop Backup Required. Ach komm, da haben wir eine Chance, dass der Typ abhaut. Das ist immerhin, das ist zwar. Das ist übrigens die Standard-Lightbar von GTA 5. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Weil natürlich logischerweise sobald die ersten Spotting-Fahrzeuge rausgekommen sind, habe ich die Vanilla-Fahrzeuge gleich ersetzen, deswegen habe ich die Lightbar schon lange nicht mehr gesehen. Also auch nicht schlecht. Ja, und er haut ab. Geil, endlich. So, aus dem Weg. Oh Gott. So, mit was haut der ab? Mit der alten Kagel, der wartet ja nichts mehr. So, jetzt bleib stehen hier. Du hast die Propo hinter dir. Und vor allem den BMW M3 E92. Und, der... Oh Gott, wie viele Autos sind hier? Der kommt ja eh nicht durch den Verkehr, so viele Leute wie sie. Bleib stehen! Oh, sorry! Sorry! Oh Gott! Komm, fuck in den Baum! Yay! Ja, Kollegen, könnt ihr jetzt auch mal was machen, oder? Oh, das war die schlechte... Das war deine letzte Fehlentscheidung, Freunde. Das war jetzt... Das hat dich jetzt... Das hat dich jetzt den Kragen gekostet. Wenn du nicht angefahren hättest, dann... Naja. Gut, da hat sich das erledigt, dann schleppen wir mal kurz das Fahrzeug ab. Ja, nehmen wir mal den Small Tow Truck, das soll reichen. So. Gut, dann haben wir den erwischt. Hier stehen echt viele B7 drin, ne? Echt geil irgendwie. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gefahren, den B7, muss ich ehrlich sagen. Hat der eigentlich ELS? Ja, der hat sogar ELS. Okay. Auf jeden Fall auch ein sehr schönes Fahrzeug, ja, also der B7 kann man empfehlen, muss man aber nicht. So, ihr, er wird wohl heute nicht mehr abgeholt, soweit. Ist ja auch nicht schlimm, der kann da ein bisschen warten. Oder holt ihr ihn ab? Ah, ihr holt ihn ab, oder? Ja, anscheinend. Okay, gut, da ist schon wieder der schwarze, Kinder. Wurde das Fahrzeug jetzt eigentlich schon abgeholt? Ich hab da jetzt gar nicht aufgepasst. Nein, ich will kein Hot Pursuit. Ich will mal wieder ein ganz normales Pursuit. Nicht mit fucking LKW. Ja gut, das hatten wir gerade, aber trotzdem. Oder irgendwie Schießerei oder irgendwas Heftiges einfach. Gang Attack, genau. Sieht hier, immer wenn ich davon rede, dann spawnt es wieder. Ja, okay. So, einmal kurz aus dem Weg. Ich fahr einmal kurz mit 300 durch, das ist ja kein Problem. Ist ja nicht so, dass wir in Los Angeles leben, wo der Verkehr sehr hart ist. Nein, 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 nein. Gehsteige kann man natürlich auch schön benutzen. So. Geht auch schon viel schneller und ist auch überhaupt gar nicht gefährlich. Sind die jetzt auf dem Highway oder auf der Brücke? Ich glaube, sie sind auf der Brücke. Also nimm mich jetzt mal ziemlich stark an, weil der Pfeil nach oben geht. Das heißt, dass die über uns sind. So, ich guck mal kurz. Nein, jetzt sind sie unter uns. Sie sind doch auf dem Highway geschwein. It's a Bow Bow! Hi! So, ich muss dich mal kurz. Oh Gott, da hat sich die Polizei schon eingemischt. Das könnte jetzt ziemlich interessant sein. Geh in Deckung! Vollidiot! Okay, ich hab's das Gefühl, die werden jetzt auch auf mich schießen. Ja, werden sie. Alter, wieso? Okay, ich habe jetzt geht er in Deckung. We've got an officer under attack. Need backup. Der geht immer aus der Deckung, ne? Das aus. Seht ihr das? Der geht automatisch aus der Deckung raus, ja? Gut, jetzt muss ich mal kurz einen Befehl ausführen, dass hier alles wieder gecleant up wird. Clean World vielleicht? Oh, das war's nicht. Scheiße! Remove all blips? Nein, das war's auch nicht. Remove. Okay, Leute, ich melde mich gleich zu. Ich muss mal kurz die Blips entfernen. Ja, wir sehen uns gleich wieder.
A few moments later. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt leider nicht geschafft, das Blip zu entfernen. Das tut mir leider an der Stelle, aber es geht einfach nicht. Ich habe da ein paar Befehle durchprobiert, aber naja. So, die Kollegen stehen jetzt hier rum und gammeln sich mal wieder eine ab. So, ihr bleibt hier, ne? Und wir fahren jetzt mal so weit weiter im Texto. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie ich hier wieder auf diese eine Spur überkomme. Das könnte sich ziemlich interessant, das könnte sich ziemlich gesagt, was ist denn jetzt los hier? Das könnte sich ziemlich interessant gestalten. Jetzt habe ich's. Gut, wir müssen jetzt irgendwie mal wieder in die Stadt rein, beziehungsweise uns irgendwie durch diesen Verkehr schlängeln, der gerade in der Stufe zwischen unmöglich sowie sehr, sehr krass ist. Ja, also, Patrol Saved. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt, ja, weil ich dann nenne immer meine scheiß Fühlen die ganze Zeit. Die ganze Zeit kommt dieser Einsatz, ja, das ist irgendwie so ein Spaß wie der Patrol Cloud, ja. Und wisst ihr was? Ich repariere jetzt mal das Auto, weil das ist echt fett im Arsch. Also vor allem nach dieser Schießerei gerade ein bisschen in die Hose ging. Aber gut, das Auto ist echt schlecht für Deckung und so, weil so tief gelegt das Ding ist. Aber naja. So, wir nehmen wieder den Gehsteig. Und sollen vielleicht mal das Blaulicht einschalten, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Wie sind eigentlich die einzelnen Lichter bei den Dings? Wird wahrscheinlich keine haben, oder? Nee, weiß nicht. Okay. Hab schon gedacht. Ist ja nicht so schlimm. So, das Unterlicht ist ein bisschen verwöhnt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das obere hätte schon vollkommen gereicht. Er hätte es nicht diese unteren Dinger hier gebraucht, aber. Kann man machen, ne? Macht das Ding ja ein bisschen mehr zu so einem Weihnachtsfeuer. So. Hi, er schnauze jetzt. Ich hab gar nicht lang. Ja, ist auch free hier für mich schon. Da war gerade irgendeine Schießerei in meinen Rücken. Ist natürlich auch nicht schlecht. Damn, ah, Bastard. Ja, geil, ich sehe einfach gar nichts. Ich habe jetzt nur gesehen, was für ein Auto das ist. Ist halt nicht scheiße. Ah, jetzt, der Vehicle was a Black Steel voller Fällen. Die License Plate merke ich mir eh nicht. Okay. Na gut, dann hole ich mir die Sau mal. Den Black Steel Fällen. Der muss ja irgendwo hier in die Richtung am Start sein. Vielleicht da vorne? Das schaut aus nach einem Fällen. Ja, da ist er doch schon. Der Kandidat, der ist ja nicht hier gerade weit gekommen. Schnurri, hallo. Ich hab dich. Oh. Out up, wer hätte das gedacht? Das ist ja ein Ding. Das war wieder für eine Strategie. Komm, wir machen mal full out aggressiv, Alter. Hier richtig aggressiv. Ja, meine Damen und Herren. Wir müssen ja ein bisschen Aggressivität hier zeigen. So. Frage ich jetzt gerade, Schnurri. Ab dich. Schön. Alter Junge. Jetzt kommt hier die Crown, Mann. Vor allem ohne Blaulicht. Das ist der Crown. Ey. Junge, wie aggressiv denn? Ja, jetzt haben wir dich. Nein, jetzt wollte ich gerade zum Rückwärtsding fahren. Nee, du bleibst schön stehen. Jetzt haben wir dich. Alter, die Crown fährt ohne Blaulicht, Mann. Ich hab den Typen gehört. Alter, was ist denn jetzt? Alter, Junge, beruhigt euch. So, schön langsam, ja. Dass unsere Cops hier auch nachkommen. Aber ihr seid ja auch gar nicht markiert. Wie sind denn die gar nicht markiert, die Streifer? Ah, hier kommt ein BMW, okay. Jetzt bleibst du denn nicht mal stehen oder? Alter, was will der jetzt? Was? Junge, verpiss dich! Ich hab hier was zu tun! Jetzt geh weg! Ich hab hier was zu tun! Alter! Du dummes Stück Scheiße! Jetzt verpiss dich doch endlich!
Meine Fresse, ja, bitteschön, es reicht auch. Komm, geh bloß mit dem Messer weg, Freund. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, er ist geflohen! Er ist geflohen! Das ist natürlich eine interessante Geschichte, ey. Was machst du jetzt hier, Clown? Clown? Lass die... Alter Schwede! Jetzt beruhigt euch, meine Damen und Herren. Der arme Clown, den wollte ich eigentlich nur festnehmen, ey. Oh Gott, mein Auto. Steige ins Auto ein, bevor du nur umgefahren bist. Okay, ich fahre mal schnell weg, weil das ist hier gerade echt ein bisschen am Eskalieren. Und diese Eskalationen, die sind nicht schön, ja. So. Ich mach mal ein bisschen heute auf Durchzug. Weil ein bisschen durchziehen ist auch immer nicht schlecht. So. Alter, Junge! Jetzt reicht's, komm, wir machen das aus jetzt. Komm raus aus der scheiß Karre, ey. Du dummer Wichser. Bist festgenommen. Put your hands behind your back, boy. And spread them. Ey. Wisst ihr, wenn ihr so aggressiv seid, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ich euch hier. Alter, hat einen Bouldering. Was macht denn jetzt hier schon wieder Max, ne? Chris hat ganz kurz, so. Jetzt mal Schluss hier. So. Request House Service. So. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Hört doch auf, euch die ganze Zeit gegenseitig. Auf wen schießt ihr denn überhaupt? Ihr seid solche Idioten, ey. Ich habe einfach keine Ahnung, auf wen die ballern, aber es ist mir gerade auf erst durch. Ich glaube, die schießen auf den LKW-Fahrer oder Fahrerin, besser gesagt. Ah, lol. Okay, ihr wird gerne Officer geschlagen, das kann ich nicht zulassen. Ey, junge Dame, hören Sie auf den Officer zu schlagen. Alter, aua! Ey! Du bist festgenommen! Festgenommen! Alles festnehmen! Was ist denn jetzt los hier? Wieso seid ihr denn heute alle so aggressiv, ja? Seid doch nicht so aggressiv, vor allem, ihr seid doch hier alle in der Unterzahl, ja? Das bringt doch nichts. So, nächster Blizzard Transport. Kein Problem. Blizzard Transport, so. I'm is rapid. So, nimmt die mit, die Sau. Achso, stimmt, Corona wäre natürlich nicht das Spiel. Noch natürlich. Macht gleich gut, ja? So, Corona ist auch ein Schaden. Okay. So, dann mal kurz. Alter Schwede. Jetzt kommt die Rettungssanitäter. Ich glaube, so viel können die da jetzt auch nicht mehr machen. So nach dem Gefühl. Ey, wieso nimmt der Kopf ein Zivilauto? What the fuck? Und wieso wird der Corona umgefahren? What the fuck? Alter, jetzt hört doch mal auf, den Arm Corona umzufahren. Alter, ich glaube, der Corona, der Gast ist. Der hat schon echt gedacht, der Corona zu den Typen mehr rausgeboxen. Das wäre natürlich so ein DDR-Star gewesen. Oh, warte. Ah, da ist schon wieder hier. 5er BMW wieder. Der fährt. 5er BMW sag ich. Ich bin ja auch 5er BMW. 3er natürlich. Gut. So viel dazu. Der hat keine Vorfahrt. Dann nimmt sie sich einfach, ne? Gut. Dann. Würde ich sagen. Machen wir mal weiter. Im. Text und fahren hier mal kurz in diese Polizeischützen rein und schauen mal kurz, was da. Ah, die B7s. Die B7s wieder. Jetzt der BMW schaut so geil aus. Also, ich muss sagen, wenn ich den in echt immer umfasse, da werde ich schon immer dezent neidisch. Weil der in diesem Blau echt geil aussieht. In diesem Blau-Gelb. First with a knife. Na, das. Was stabbing a victim? Oh Gott, da hinten. Ey! Freund! Lass die Waffe fallen! Du kleiner Pisser, du! Ich glaub, du spinnst! Komm, nee, den. Ja, und jetzt wollte er auf mich drauf gehen, ja.
Hallo? Wieso kann ich dich nicht... Ah, jetzt. Das habe ich schon gedacht, er will das Messer verstecken, aber nee, da liegt es ja. So, und jetzt schön die Griffel hoch. Schön die Griffel hoch. Garf. Garfer Junge. So, es geht hier. Hä? LOL? Da klaut der Kopf einfach das Polizeiauto. Da der zwei. Wow. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Jetzt hat er... Oh Gott, das wird nicht gut enden. Ah, da schaut sie euch an. Sie hat einfach alle beide weggekillt. Das ist hier Superwoman. Die junge Dame hier ist Superwoman. Die hat gerade alle beide weggeknallt einfach. Ah nein, ich will die nicht durchsuchen. Plus der Transport, so. Gut, so viel dazu. Gut, dann machen wir mal die Sirene als erstes aus, weil die ist echt nervig und laut. Und tun mal diesen Typen hier noch schnell aufräumen lassen, ja. Nein, nicht Drag the Body. Gott. Ja, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber dann sehen wir dieses Feature auch mal. Geil. So, habe ich ihn echt toll weggetragen. So, kannst du jetzt requesten? Ja, durchsuche ihn nochmal, genau. Aua! Ja, okay, das war jetzt meine Schuld, weil ich habe jetzt nicht geguckt auf die Straße. Da schieße ich ihn jetzt mal aus. Nee. So. Und dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, würde ich diese Folge an dieser Stelle beenden. Wünsche euch soweit noch einen super Tag. In diesem wunderschönen Anblick. Und haut soweit rein. Ja, was gibt's sozusagen? Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, ganz vergessen, dann lasst natürlich wie gewohnt Daumen nach oben da und Abonnement, ja. Würde mich sehr freuen. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir wieder hier wunderschön auf Streif fahren. Und sonst gibt's nicht mehr viel zu sagen, ja. Tschüss, euer Tony Gott und ja. Heidi ho. Hasta pronto. Muchachos. Okay, tschüss. We'll be right back.